Heyo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Assassin's Creed Origins. Ihr seht schon, eine Neuerung gibt es zur letzten Folge. Wir haben 2018, die letzten Folgen, die waren noch voraufgenommen. Heute starte ich die erste Aufnahme mit dem Ding da. Gebt den Weg frei! Alter, wie seid ihr denn drauf? Benehmt euch doch mal. Jedenfalls ab jetzt mit Facecam, auch hier in diesem Spiel. Ich muss noch gucken, wo ich sie hinpacke. Ich glaube, sie unten rechts ist ganz okay. Da, wo ihr sie jetzt habt. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, frisch, fromm, fröhlich, frei. Wir gucken erstmal nach unseren Quests. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal. Wir nehmen die oberste direkt, oder? 1455 Meter. Was ist denn hier? Warte mal, hier ist so viel neu. Was ist denn hier? Gut, die haben wir ja alle gekillt. Hier sind wir eigentlich mit der Hauptgeschichte, sind wir durch. Was haben wir hier noch? Gibt es hier was Neues? Drei Monturen? Guckt mal, was ich wieder habe! Meine Wüstenkobra ist wieder da! Und die Zenturi... Wie albern sieht denn die aus? Nur die furchtlosesten Krieger können den Löwenpelz tragen. Also sehe ich aus wie... Nee. Aber ich werde... Es passt zwar nicht zu Ägypten, das ist mir aber gerade so ein bisschen wurscht. Ich werde jetzt mal so ein bisschen nostalgisch und... das ist gar keine Frage. Das ist die Ezio-Montur. Natürlich muss ich die anziehen. Was haben wir denn für Reittiere? Haben wir da auch neue? Fangzahn, das ist wieder mein Gaul von... Was ist das? Römischer Hengst. Braun römischer Hengst. Siebte Pferd, das von einer prächtigen Stute geboren wurde. Man munkelt, dass Julius Caesar dieses Pferd abgelehnt hat, nachdem er dessen Zähne begutachtet hat. Na gut, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, deswegen ich nehm's. Ich bleib aber bei meinem... Warte mal, hier ist der Wanderer. Das ist Basus. Inspiration. Schwarzer Pfeil. Nee, ich bleib ein bisschen bei meinem Camel ohne Filter, glaube ich. Da mag ich nichts Neues haben. Was haben wir hier noch? Hier sind auch Waffen neu. Warum auch immer. Was? Fox Populi. Wieso habe ich die denn? Sofortiges Aufladen. Zephas Schwert. Ja, Brennen bei Treffer ist natürlich fett. Was hat denn das? Kombo-Multiplikator. Kritische Trefferchance. Schadensmäßig. Ja, wir können es mal nehmen. Sofortiges Aufladen ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Das ist nämlich der harte Schlag, da ist damit gemeint. Und, oh, warte mal. Hier sind ja noch mehr. Was ist denn das? Schicksalsklinge. Oh, das ist Stufe 3. Aber das sieht fett aus. Reißzahn. Das sieht noch viel fetter aus. Vergiftung bei Treffer. Was haben wir hier? Ist hier noch mehr? Das ist das Verfluchte? Genau. Was habe ich denn hier für ein Krempel drin? Auge des Apophis. Hä? Divide et impera. Fette Axt. Sag ich ja, das ist der verfluchte Speer. Den kenne ich ja auch schon. Okay. Krass. Wenn ich mich immer mal so hin und her bewege, muss ich euch einfach ausweichen.
Nee, das ist, weil meine Kamera direkt vor meinem Monitor bzw. vor meinem Fernseher steht und ja, wenn ich da was nicht lesen kann, muss ich immer mal so. Ne? Ihr wisst schon. So, wir haben hier ein Schlangenschild und das ist auch. Alter! Vizit-Ki-Pati-Partitur. Entschuldigung, ich hatte in der Schule Französisch kein Latein. Ein Zeichen der Standhaftigkeit gegen alle Widerstände. Niemand kommt vorbei. Und hier haben wir der komplexe Tanz der Schlangen auf diesem Schild verwirrt das Auge und schützt den Träger. Vergiftung beim Blocken. Gesundheit bei Paraden. Also ich finde das ja eigentlich schicker. Schadensabsorptions, Nahkampfwiderstand. Von der Dings her sind sie eigentlich gleich, würde ich jetzt sogar fast behaupten. Ich nehme mal das hier jetzt so, würde ich sagen. Gibt es sonst noch irgendwas Neues? Ich kann auf jeden Fall hier unten, sehe ich gerade, eine Hilfsmitteltasche noch bauen. Was sagt denn meine Klinge? Was brauche ich denn dafür? Da brauche ich auch diese Felle. Dann hebe ich mir die lieber auf und sammle noch ein paar von den Fellen. Weil ich würde gerne meine Klinge und so Hilfsmitteltasche. Gibt halt mehr von diesen Giftpfeilen und Schlafpfeilen und so, aber. Aber wir könnten jetzt mal spaßeshalber. Ich will nämlich was ausprobieren. Spaßeshalber hier mal. Das ist eine schwere Klingenwaffe. Mittelschnell stark. Wie sieht die hier aus? Die wird mir noch gar nicht angezeigt auf dem Rücken. Ich habe aber doch. Das ist nur der verfluchte Spieß, den ich habe. Aber ich glaube, das möchte ich noch nicht, solange mein Dings nicht auf Maximum ist. Ich bräuchte noch einen gelben gescheiten Speer. Auge des Apophis. Die Schlange beißt vielleicht nicht, aber du spürst ja noch ihr Gift. Langsam sehr stark. Aber langsam. Auch einen gescheiten Speer. Das ist der Punkt. Wir nehmen mal das Ding wirklich hier. Ach so, gab ein Update-Patch vor geraumer Zeit und genau heute, wir haben heute den 16. Januar, nur so als rein informativ, gab es den noch einen Patch, weil es kommt demnächst das DLC oder kam das heute oder ich weiß es nicht. Ich bin ja noch keine 40, ich kann es nicht sehen, ich weiß es nicht. Wir werden es gleich vielleicht sehen. Auf jeden Fall kann man jetzt hier nämlich wieder händisch Kapuze auf, Kapuze ab. Achtung. Ach nee, das ist Haare und Bart, glaube ich nur. Und hier oben, Kapuze hatten wir ja auf. Da. Bäm, bäm. Also ich werde die Kapuze auflassen und ich werde auch mir wieder Bärtchen und so. Finde ich einfach schicker bei ihm. Find ich jetzt so einfach. Schicker. Ja. So, bei den Fähigkeiten. Was haben wir da? Zwei Fähigkeitspunkte. Könnten wir eigentlich auch noch verballern? Nur für was? Was haben wir denn hier noch so? Höchstleistungskombo. Ach komm. Zum. Bewegung, So. los! Oh ja, so gefalle ich mir richtig gut. Wir sind eine Mauer! Was seid ihr? Lenkt den Gegner ab! Ich mach weiter! Ihr seid Lenkt den Gegner schwachsinnig. ab! Ich mach weiter! Was seid ihr denn da? Ich muss hier raus! Lauf! Lenkt den Gegner ab! Ich So, ich mach muss jetzt hier mal eingreifen. Tut mir leid. Ich muss hier raus! Tschö. Alter, ich geh gleich hops. Kann ich mal absteigen, bitte?
muss mal ein bisschen Leben sammeln gerade. Gehen wir nämlich hier ganz schön auf den Keks. Wo hab ich mich denn jetzt wieder hier rein verfrachtet? Ich bin doch selten dämlich. Kein schwerer Schuss. Na, das fängt ja gut an, die neue Aufnahme. Ich bin begeistert. Noch keine 2 Minuten im Spiel und schon tot. Ich mach gleich die Facecam wieder aus. So. Da lassen wir uns jetzt nicht mehr drauf ein. Wir gehen jetzt zu unserer Quest. Sprich, mit dem Geschichtenerzähler. Aber ich würde gerne... Wo sind wir denn jetzt gelandet? Auf die Karte und erstmal gucken, wo das überhaupt ist hier. Das ist hier unten irgendwo. Haben wir da denn nicht einen näheren Punkt? Doch. Nee, Krokodilo. Die Kampfarena will ich nicht hin. Das dauert immer so lange, bis ich da dann wieder draußen bin. Ihr merkt schon, die Namen habe ich trotz Facecam immer noch nicht drauf. Jetzt könnt ihr mir sogar beim Verlabern zugucken, wie ich mich aufrege. Wo juckt denn jetzt hier der Wand? Ja, ich weiß, was so ein Seife ist, klar. So. So, dann sind es nämlich auch nur noch 278 Meter. Schappen. Den habe ich nicht vermisst. Scheiß Vorwerksvertreter. So. Wo müssen wir denn? Wir müssen auf jeden Fall auf die andere. Bleib stehen! Was bist du denn für einer? Hey! Ihm nach! Was? Stirb! Wir sind im Vorteil! Häng den Gegner ab! Gib mal weiter hin! Und wir schießen sie auf unsere Verwendung! Wo ist denn der andere jetzt hin? Boah, die Sau! Die neuen Waffen sind schick. Wieso leuchte ich denn so blau? Blau, blau, blau blühte Ezio. Okay, der war scheiße. So, da. Kennt ihr die Geschichte des mutigen Kapitäns Phoxidas? Nee, erzähl. Des mächtigen griechischen Söldners, der eigenhändig die verhassten Gabinianer in einer epischen Seeschlacht besiegt hat. Dann kommt dabei zu mir und ich verzaubere euch mit der Legende von Phoxidas und der Göttin von Siva. Hört gut schon zu und erfahrt, wie die beiden furchtlosen Titanen ganz alleine auf dem weiten, offenen Mittelmeer nicht weniger als 60 Schiffe der verdammten Gabinianer auf den Meeresgrund schickten. So, können wir jetzt hier oder was? Du sagtest Göttin von Siva. Wie war ihr Name? Von welcher Schlacht redest du? Du kennst das noch nicht? Oh, mein Freund, dich erwartet ein Genuss. Ich erzähl dir, was passiert ist. Jetzt bin ich eingeschlafen. Also Bayek ist eingeschlafen. Deswegen ist der Bildschirm schwarz. Was ist denn jetzt? Jetzt spielen wir Aya. Aya. Dann. Das ist, jetzt kommt das mit den 60 Schiffen, oder was? Hätte ich bloß nicht gefragt. Segelten der edle griechische Kapitän und die ägyptische Göttin von der Küste Alexandrias los, um die gefürchtete Gabinianerflotte zu finden. Sie hatten nur ihre robuste Triere und ihre treue Besatzung gegen die berühmten Kriegsschiffe der Gabinianer. Der hätte doch auch mal in die Geschichte noch 40 andere von meinen Booten einfügen können, oder? Mit mehr als 10.000 Männern, gerüstet mit Rudern und Feuer. Alter, dass er es immer so übertreiben muss. Wo sind diese Gabinianer-Schurken? Mein Informant meinte, sie kämen hier vorbei. Wie war das nochmal mit dem
Bötchen fahren hier. Ich habe wirklich Mistkerl, falls das eine Lüge war. Wer sind die Gabinianer? Und woher kommen glaube ich, war Ducken, oder? Römische Verbande in ägyptischen Exil. Verräterische Ratten allesamt. Geh ich nochmal bitte ein Tutorial? Mit Disziplin und der Ruchlosigkeit des Ptolemaios. Würdige Gegner für tapfere Krieger wie uns. Dann müssen wir sie aufhalten, bevor sie zu Ptolemäus Flotte stoßen. Wir werden sie finden, Aja, und vernichten. Keine dieser Schiffe. Da! Ist das ihre ganze Flotte? Bei Poseidons Biss hinein, weil das ist nur ein Teil ihrer gesamten Streitmacht. Und wohl der kleinere. Nur Triere. Keine Spur von ihrer verdammten Optere. Das ist gut für uns. So können wir sie dezimieren, Schiff um Schiff. An die Ruder und Böden bereit! Wir greifen an! Keine Gnade! Diese Teufel schenkt uns auch keine! Sie haben eine Optere? Was machen wir gegen die? Sei tapfer, Damaskus! Gegner wie uns kennen sie nicht! Ihr fetter Kahn wird sie nicht retten! Deckung! Bereit zu feuern! Deckung! Bereit zu feuern! Feuer! Achtung! Wir werden angegriffen! Zugleich! Normale Fahrt! Das tut weh! Deckung! Achtung! Feuer! Achtung! Deckung! Achtung! Angriffsstellung! Feuer! Achtung! Auf geht's! Normale Fahrt! Wir werden Fahrt. Angegriffen! Feuer! Deckung! Bereit zu feuern! Deckung! Angriffsstellung! Bereit zu feuern! Wir werden angegriffen! Gigantischen Kriegsschiffe lagen in Poseidons schleimiger Umarmung. Okay, das waren jetzt vier, oder? Und wieder der Wildheit von Wind und Meer, die sich gegen sie verschworen, behielten sie die Oberhand. 20? Das würde selbst Pompeius überfordern. Zweifel nicht an mir! Das hat mir jemand erzählt, der dabei Eigentlich war. Muss ich nicht das besiegen, was der erzählt. Gewonnen. Die Gabinianer sind besiegt! Nicht so voreilig, Junge. Meine Spione berichten von Meerschiffen. Sie haben sich wohl aufgeteilt. Auf gen Osten! Direkt ins Maul des Krokodils, falls deine Spione richtig liegen. Na und? Ich hab schon schlimmere Bestien bezwungen. Und keine hatte auch nur eine Chance! Deine Tollkühnheit bringt dich noch um, Kapitän. Und uns mit dir. Aber es kommt bestimmt noch so ein ganz fettes Schiff. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Das kommt auf jeden Fall. So ein Hochhaus fettes mit 500.000 Kanonen. Als würde sie aus den allertiefsten Tiefen der Unterwelt aufsteigen, erschien eine zweite, unerbittliche Wand aus Schiffen. Dieses Mal standen unglaubliche 40 Todesschiffe der Gabinianer gegen unsere Helden. Dann taucht ein weiteres Schiff hinter der Flotte auf. Größer als alles, was man bis dahin oder seitdem sah.
10.000 blutrünstige Krieger mit Schwert und Schild drängten sich auf dem gewaltigen Deck und warteten auf die Helden. Das war dann ja vielleicht die größte Mittelmeerflotte aller Zeiten. Stille! Legte sich wie Nebel. Plötzlich flogen 100 Feuerbälle von den Decks der Gabinianer direkt auf den tapferen Foxidas und seine verblüffte Besatzung zu. Wie sie aus dem Nebel kommen, wie in einem Albtraum. Ha, lass dich von ihren Tricks nicht beeindrucken, Damastes. Das soll uns nur einschüchtern. Das bringt ihnen nichts. Und die Flammen! Ihr Feuer ist so heiß! Foxidas! Diese Waffe könnte uns wirklich helfen! Ich kenne da vielleicht jemanden, der jemand kennt. Könnte klappen. Geht dich daran, dass ihre Katapulte schießen können! Dann gewinnen wir! Beenden wir das! Mehr Geschwindigkeit! Alter, was ein Riesenkahn. Es war so heroisch. Sie kämpften wie Götter. Aber alles vergebens. Es tauchten noch mehr Schiffe auf. Oh, halt doch mal die Klappe jetzt. Es langt doch mal, oder? Die Tränen der Kriegsflotte fiel über sie herein, als käme sie von Mars selbst. Die Besatzung verließ die Kraft. Aber die wilden, alles durchdringenden Schreie ihres furchtlosen Kapitäns und der Göttin spornten sie an. Noch mehr Schiffe! Von unten! Bei Hades Eiern! Das muss die gesamte Flotte dieser Mistkerle sein! Da! Götter und Pisse! Jetzt gilt es, ihr Faulpelze! Sieg oder Tod! Alala! Ausweichmanöver! Ah ja! Damastes! All ihr Faulpelze, hört her! Es gibt nicht genug Federn, um von diesem Tag zu berichten! Hier in diesen von Scheiße triefenden Gewässern schicken wir die Gabinianer in die Unterwelt! Soll das einer erzählen? Ohne dass Tränen in sein Gesicht hinunterfließen. Erstmal das Dicke jetzt, glaube ich. Die Götter selbst werden ihre Gläser auf uns erheben. Ruhig, alter Mann, nicht die Götter provozieren. Rudert! Ich musste nur das Dicke, oder was? Dann habe ich ja Glück gehabt. Ein Glück. Wir spielen wieder unseren Bayek. Das war jetzt mir doch ein Schritt zu knapp. Ich finde, der sieht richtig schicki aus hier. In Ezis Montur. Fällt mir gut. Und es passt. Passt schon, oder? Ich finde, es passt schon. Stiefel hat er an. War ja gar nicht so aufgefallen. Oder sind das auch die vom Ezio? Da müsste eigentlich komplett dann sein, ne? So wurden Foxidas und die Göttin zur Legende nach ihrem Sieg über
10 mal 10.000 Gabinianer. Ich sage euch, mir kommen die Tränen, wenn ich nur davon erzähle. Und man sagt, wenn man einer Welle ein Gebet zuflüstert oder in die Tiefe des Meeres, kann man als Antwort ihren Kriegsschrei hören. Alala! Alala! Und so hat es sich zugetragen. Jedes Wort ist wahr. Was für eine Geschichte. Die Göttin hieß Aya. Und sie ist wirklich eine Göttin. Das war dann wohl auch der einzige wahre Teil. Was ist schon wahr? Im Reich wahrer Größe ist alles erlaubt. Man muss an den Akt der Schöpfung glauben, sonst erleidet man das Schicksal der Gabinianer. Ich mag deine Geschichte, Seni. Obwohl ich nicht weiß, ob du nicht doch vielleicht nur ein Spiel spielst. Geschichte, Spiel, alles dasselbe. Sie gehören zusammen wie die Meere und der Regen. Alala! Jetzt verstehst du! Oh, gab ordentlich XP. Oder zumindest schon mal was. So, was haben wir denn noch hier so? Wir gehen das mal auf die Karte und gucken uns mal hier ein bisschen um. Wir haben hier noch ein Fragezeichen. Das könnten wir rein theoretisch mitnehmen. Hier haben wir noch eine Tagesquest.